In diesem Wald gibt es rosa Maulwürfe. Der rosa Buttelrüssel wird tief in die Erde gesenkt. In der Erde sind so viele tolle Gerüche, dass man gar nicht weiß, wo man zuerst buddeln soll. Schauen wir uns mal den anderen Maulwurf an. Da ist noch einer. Kann man die Buttelei noch besser erkennen, weil die Ohren nichts verdecken. Die stehen nämlich ab und bei dem anderen Maulwurf verstecken sie das Buddeln ein bisschen. Er buddelt immer im Kreis, dieser Maulwurf. Dieser Maulwurf heißt übrigens Anni. Aber diesen Maulwurfshügel hat Anni nicht gemacht. Ah, da kommt Rosalie. Das ist das typische Schlappohrgeräusch von Rosalie. Das ist nämlich der andere Maulwurf. Der heißt Rosalie. Ne? Ja. Oh, jetzt wackelt die Kamera. Entschuldigung. Bei dem Maulwurf Anni kann man sehr gut sehen, dass schon ein richtiger Erdwall vor sich hergeschoben wird. Hier, so eine richtige Lücke hier hat sie da gebaut. Richtig mit solchen Kanten hier. Wenn die erst groß ist, wow, wow. In dieser Erde riecht das so toll und überall gibt es Leckeres zu fressen. Ich nehme mal an Wurzeln, wahrscheinlich aber auch Würmer und Schnecken. Das scheint alles ganz unglaublich lecker zu sein für diese rosa Maulwürfchen. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Die haben hier so richtig so kleine Gänge gegraben schon, wo sie lang gelaufen sind. Da sieht man lauter so dunkle Erdspuren. So ein bisschen kann man das erkennen. Hey, ich werde ganz schwindelig.
Da schlackert man mit den Ohren, ne? Huch, das war mein Finger. Maulwurfshintern. Ja, das war der kleine Maulwurfsfilm. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.